So, jetzt steht es wieder, wie es gehört. Jeder weiß, wo wir daheim sind. Grüß euch mit meinem neuen Video. Wir sind heute am Brenner rum und schauen uns alte Stellungen an. Und da haben wir jetzt geschlafen am Parkplatz, wo normal der Markt ist. Das heißt, am 5. und am 20. jedes Monat ist der Markt. Oder wenn der Samstag ein Feiertag ist, ist auch Markt. Aber sonst stehen jede Menge Wohnmobile rum. Ja, und wir fahren jetzt da rauf. So, da sind wir weg vom Brenner und fahren so eine Schotterstraße rauf. Aber die gibt gleich ganz schön Gas. Brutal. Das für Gefälle hat er. Ganz schön fordernd, gell? Ganz schön fordernd da rauf. Auch in Italien wachsen die Hirnpilze. Boah, so ein schöner. Bist du narrisch. Ja, liebe Grüße. Oder halt steht. Hast du Lust auf Funk? Ah, die können wir beim Oberfahren auch mitnehmen. Ja. Warte, jetzt tue ich mir gleich. Mein Vorderbremsen geht nicht. Die muss ich dann noch ein bisschen nachziehen. Ja, so viel schöne Gegend. Mega. Ist das mega. Das Panorama. Die Gipfel sind schon mit Schnee anzuckert. Wow. Aber es ist auch schon frisch da. Sehr, sehr geil. Ja, ersten Hügel, Sattelberg, haben wir erreicht. Super schönes Kreuz. Das Wetter reißt auch immer mehr auf. Wahnsinn. Schaut sich das an. Der Berg, ein bisschen hänger und wir waren im Schnee. Wir haben da echt nur Glück. Aber wir haben eh die warmen Jacken mit dann, wenn es weitergeht. Ha, Michi, ist das geil? Ja, deswegen ist ja da unten das, wo die Leute sind. Also das. Am Sattelberg. Jetzt haben wir noch die Bremsbeläge wechseln müssen. Weil sie haben nicht mehr gezogen. Aber dafür jetzt wieder vom Feinsten. Das ist wieder vom Feinsten drin und jetzt kannst du dann bergab gehen. Aber jetzt geht es ein bisschen auf und nieder. Und deswegen habe ich mir jetzt schon die wärmere Jacken anzogen. Aber es ist schon irre, was die da immer drum gebaut haben. Gell? Obwohl ich da rauf geht es eh, gell? Da gibt es ja viel schlimmere Sachen. Mich wundert ja gerade, dass das keiner angemalt hat. Auch wieder Stacheldraht. Weiter Betrieb. Wahnsinn, ha? Mystische. Und kein
Grenzkampf. Da oben ist die Grenze, 10 Meter oberbei. Ich meine, da gehen wir jetzt rein. Aha, da war die Küche. Die Küche, und da war die Latrine. Latrinski. Aha. Mannschaftsraum. Wieder Ofen drin. Chefzimmer, der hat auch einen Ofen gehabt, einen eigenen. Da hat der Leutnant geschlafen. Der hat einen eigenen Ofen gehabt, der Leutnant. Ja. Da waren die Betten eingehängt. Ha? Glaubst du, die Betten? Ja, sicher war das für die Betten. Ja. Yes. Nein, da wären die Betten gewesen. Schau, da sind auch so Steher. Schau, da sind auch die Steher gewesen. Erreicht, 2212 Meter, jetzt geht es dann wieder bergab. Kommt damals von der Runde, ja, 13 Kilometer. Ja, schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt sind einmal mehr aufwärts. Die Sicht ist... Okay. Ja, das Goss, ich glaube, dass wir da oben müssen. Aber schauen wir mal. Aber auf jeden Fall schau, Sattelberg, wenn du zu Fuß gehst, da gehst du 2 Stunden 40, was wir jetzt da gefahren sind. Aber es ist ja gestanden, glaube ich, 6 Kilometer so Single Trail, oder? Ja, ja. Und ich würde das jetzt da fast als Single Trail nennen, weil das ist kein Weg mehr. Wow! Schaut das geil aus, hä? Warte mal da oben!
Schaut auch schon sehr labil aus da. So mal von da, da, das da. Ja, aber die haben da sicher früher Geschütze einmal umgefahren. Aber so ein schönes Gras da, gell? Naja, sicher eine Schiebestrecke da. Hundertprozentige Schiebestrecke. Was? Ja, jetzt wieder auf Österreich. Schauen wir mal. Da die Wege. Da. Schau, Staatsgrenze. Da fahren wir um. Vier Hände und ein bisschen Wille, dann geht alles. Hört sich das an. Ah, da drüben ist eine Straße, schau. Siehst du das? Ja. Ist ja genau. Da sind wir jetzt oben. Ich bin froh, dass wir nicht rauf müssen. Bist du. Und solche Furcht, ne, muss man sich mal geben und nicht von den Bikern.